Ja, dann lassen Sie uns anfangen zur Abschlussrunde, dem Abschlussforum unserer Tagung. Wir wollen versuchen, über Handlungsempfehlungen, über vielleicht über die Zukunft der Pflege hier ein Forum zu machen. Und mein Name ist Peter Selin, also ich war bis Ende Februar hier Referent für Sozialpolitik und demografischen Wandel. Jetzt ist meine Nachfolgerin Dorothee Schulte-Basten, die ab 1. März diese Stelle weiterführt. Als Referenten haben wir gewonnen einmal Herrn Dr. Jürgen Gode. Er ist Vorsitzender des Kuratoriums Deutsche Altershilfe und hat diese Position seit 2007 und ist Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland gewesen von 1994 bis 2006. Und er ist Mitglied verschiedener Sachverständigenkommissionen, die sich mit der Pflege auseinandersetzt. Dann haben wir Herrn Professor Klee. Er ist Mitglied im Forschungsverbund Innovationsverbund an der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Er hat evangelische Theologie studiert, Soziologie und Rechtswissenschaft und ist seit 1988 Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg. Er hat jüngst ein Buch veröffentlicht, das will ich hier erwähnen, Wen kümmert die Alten? Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft. Und hat darin auch verschiedene Modelle vorgestellt und ich hoffe, dass wir heute einige Beispiele hören, die vielleicht tragfähig sind für Quartierslösungen. Und wir haben neben mir Biggi Bender. Sie war Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen bis zum Ende der letzten Legislaturperiode. Von 2002 bis 2013 war sie gesundheitspolitische Sprecherin und sie ist jetzt freiberuflich tätig als Gesundheitsberaterin. Biggi Bender hat Jura studiert und ist stellvertretende Vorsitzende im Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg. Ist noch in Kraft, die Position. Okay. Und als weiteres kam schon gestern als Grußwort zu Wort Karin Pape. Sie ist Europakoordinatorin des International Domestic Workers Federation und ist seit 2007 in dieser Position und kam bereits gestern hier zu Wort und hat im Prinzip in erster Linie also die Arbeitsbedingungen als Thema vor Augen von Hausangestellten. Und im Prinzip ist mir aufgefallen, als ich jetzt noch den Workshop zum Beispiel dem vorherigen hier teilgenommen habe, im Prinzip müssen wir doch die Debatte öffnen, vielleicht auch in der Unterscheidung von Care und Kur und im Prinzip diese Kommunaldebatte aufmachen. Also wie kommt man zu Quartiersmanagementslösungen, wie kommt man zu Kiezlösungen, wie kommt man zu Falllösungen. Und dabei stellt sich eben doch in den Mittelpunkt, also wie gehen wir mit unseren älteren Menschen um, unseren Angehörigen in der unmittelbaren Nachbarschaft oder eben den eigenen Eltern und Anverwandten. Und da schließt sich eben dann an, also welche Änderungen brauchen wir in den Pflegeberufen, um im Prinzip eine völlig neue Arbeitsteilung aufzurufen, die dann so kommunale Lösungen auch möglich machen. So, und diese Fragen möchte ich am Anfang hier in den Mittelpunkt stellen. Und der Gedanke war eben, das jetzt so zu machen, dass alle vier hier maximal 5 Minuten reden und dann Sie sich hier mit einbringen. Es ist ein Echo hier angekommen, dass Sie selber auch zu Wort kommen wollen. Und deswegen will ich das hier aufgreifen. So, also wir fangen jetzt an. Die Reihenfolge hatte ich ein bisschen abgesprochen mit Herrn Gode. Ja, vielen Dank für die Einladung, mich an dieser Diskussion zu beteiligen. Mir ist gestern Abend und heute einiges in der Diskussion aufgefallen, das will ich zurückspiegeln. Das Erste, ich glaube, es ist kein Streit mehr um die Frage, ob die Pflege ein klassisches Zukunftsthema ist oder nicht. Die Pflege wird als Zukunftsthema anerkannt. Daraus ergibt sich allerdings die Herausforderung, einen Prozess der Verantwortung und der Zuständigkeit zu beschreiben. Es muss Verbindlichkeit in diesen Prozess hinein. Und von der Beobachtung der Bedeutung als Zukunftsthema
bis hin zur Tatsache der Verantwortlichkeit für Struktur, Versorgungsentscheidungen und persönliches Engagement ist ein weiter Weg. Und dafür braucht es klare Zuständigkeitsbeschreibungen, dafür braucht es auch Möglichkeiten des Engagements und der Beteiligung an dieser Diskussion. Dieses Stichwort Verbindlichkeit ist für mich eins der ersten zentralen Stichworte. Der zweite Punkt, die Diskussion um die Care Migration, hat für mich eine ganz spezifische Bedeutung. Wenn ich mit Leuten rede als Angehöriger, wenn ich mit Leuten spreche, die solche Menschen angestellt haben, dann erfahre ich immer wieder, dass die meisten von ihnen sagen, ich bin froh, dass ich einen solchen Menschen in meiner Nähe habe. Dass ich jemanden habe, der Zeit für mich hat, dass ich jemanden habe, der bereit ist, diese Zeit für mich zu teilen und der nicht wegläuft. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass in unserem System etwas fehlt. Es fehlt nämlich dieses teilhabe-personenorientierte Element, das wir unbedingt stärken müssen. Von daher gibt es in der gegenwärtigen Diskussion eigentlich, das, was Frau Pape gestern Abend schon sehr klar gesagt hat, die Notwendigkeit, über das Verhältnis und die Ausrichtung der Care-Orientierung zu sprechen. Und in diesem Zusammenhang auch die Frage, die eben schon angesprochen worden ist, die Unterscheidung von Care und Cure tatsächlich zu vollziehen. Diese auch leistungsrechtlich folgenreiche Unterscheidung und gleichzeitig Beschreibung eines Zusammenhangs ist grundlegend für die weitere Diskussion, weil sie auch schwerwiegende Folgen hat für die Finanzallokation. Der dritte Punkt. Es ist sehr deutlich, dass wir ein Gesamtkonzept brauchen. Am Anfang der Überlegungen der Pflegereform vor einigen Jahren hat die Frage nach einem Gesamtkonzept für Betreuung und Pflege gestanden. Das war damals ein Beschluss der damaligen Großen Koalition, ging noch zurück auf eine Absichtserklärung der Rot-Grünen Koalition, also ein ganz langer Prozess. Und in diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass wir verstärkt achten müssen auf personenorientierte Unterstützung, personenorientierte Begleitungen, die eine Teilhabedimension haben und ermöglichen. Das ist der Grund, weswegen wir einen ganzheitlichen Pflegebegriff brauchen, aber vor allen Dingen auch Unterstützung und Assistenzformen, die Teilhabe personenorientiert garantieren und gestalten können. Wenn man dieses zusammendenkt, kommt man zu einem anderen Leistungsrecht, aber man kommt auch zu anderen Unterstützungsformen. Die These, die wir haben und die wir als KDA auch immer wieder vertreten haben, ist die These, dass die Zukunft der Pflege im Quartier ist und dass dort sehr unterschiedliche Versorgungsformen, sehr unterschiedliche Formen des Zusammenlebens gelebt werden können. Dafür braucht es eine Entwicklung einer Kultur des Miteinander. Thomas Klee spricht dann immer von der Kultur der geteilten Verantwortung. Wenn man diese Kultur der geteilten Verantwortung mitdenkt, dann ist klar, dass wir hier einen Prozess vor uns haben, der auf der einen Seite einen Treiber darin besitzt, dass die Altersbilder sich geändert haben. Menschen wollen möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit bleiben, selbstständig und selbstbestimmt leben. Das ist ein ganz großer Treiber dieser Diskussion. Wir wissen, dass es einen zweiten Treiber gibt, der sich auf der rechtlichen Grundlage der Behindertenrechtskonvention entwickelt hat, dass nämlich diese Teilhabemöglichkeiten tatsächlich eröffnet werden und dass es darum auch geht, in diesem Kontext gute Arbeit in ganz unterschiedlichen Formen möglich zu machen und die Zusammenarbeit von Berufen im Gesundheitswesen garantieren. Das ist, Frau Himmel hat das vorhin in der Präsentation auch deutlich gemacht, eine Aufgabe, in der unterschiedlichste Gesundheitsberufe verbindlich miteinander kooperieren und zu vernetzten Langzeitformen der Versorgung kommen. Das ist ein Paradigmenwechsel, der auf der anderen Seite in der Zuständigkeit nicht nur das Gesundheitswesen erfasst, sondern auch die Aufgabe der Kommunen im Zug der Pflege neu definiert. Eine der Folgen der Pflegeversicherung ist die Entpflichtung und Selbstentpflichtung der Kommunen gewesen. Wir erkennen das heute als Irrweg. Die Pflegeversicherung hat sich in ihrer Strukturverantwortung an dieser Stelle übernommen. Und auf der anderen Seite haben wir auf diese Weise die Verantwortung der Kommunen neu zu implementieren und ihre Gestaltungskraft zu gewinnen. Das ist das, was ich klar nochmal sagen wollte. Es geht uns um ein Gesamtkonzept. Zur Frage der Migration vielleicht noch eine
kleine Bemerkung aus einer österreichischen Erfahrung. Ich bin pflegender Angehöriger in Österreich auch. Und von daher möchte ich bei dieser österreichischen Lösung, die auf den ersten Blick so viel Attraktivität hat, doch auf zwei grundsätzliche Probleme hinweisen. Sie hat auf der einen Seite mit Sicherheit dazu beigetragen, den Status dieser Menschen zu verbessern. Ganz positiv. Sie hat auf der anderen Seite eine eindeutige Dynamik zu selbstständigen Arbeitsverhältnissen oder Tätigkeitsverhältnissen geschaffen. Und nur ein ganz geringer Anteil ist im Angestelltenbereich an dieser Stelle. Das bedeutet aber im Klartext, dass alle diese Menschen nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen, die es in Österreich gibt. Das heißt, gerade der Schutz der Arbeitnehmerinnen und der Ausgleich funktioniert auch dort nicht. Also wir haben das Grundproblem, dass sich aus der Benachteiligung von Frauen, ihren Arbeitsverhältnissen und der Anerkennung dieser Arbeit ergibt, auch unter diesen Rahmenbedingungen. Das Entsendegesetz gäbe bei uns ganz andere Möglichkeiten. Man könnte im Entsendegesetz allgemein verbindliche Mindestlöhne vereinbaren, wenn man wollte. Und da hätte man auch einen europäischen Ansatz für so etwas, aber das kann man vielleicht alles nachher diskutieren. Soviel. Ja, vielen Dank, aber ich bin in dieser Runde, glaube ich, auch eher die Zuhörende. Also das hat mir alles sehr gut gefallen, was Sie da gesagt haben, Herr Gode, weil ich glaube, dass also würdiges Altern und würdiges Arbeiten, das gehört irgendwie zusammen. Und dieses Gesamtkonzept und alles, was ich sozusagen bisher hier gehört habe und auch was wir zum Beispiel in diesen Workshops oder so diskutiert haben, ist, also was ist, glaube ich, was man dringend braucht in Deutschland, ist offensichtlich, also so ein bisschen mehr wie so ein runder Tisch. Also so ein runder Tisch auch mit Verbindlichkeiten, wo einfach mal alle sich sozusagen zusammensetzen müssen. Also ich hatte das in unserem Workshop schon angesprochen, vor ein paar Jahren hat es ja mal so eine Studie gegeben von der Karin Gottschall und Manuela Schwarzkopf über sozusagen legale Anreize zur Schwarzarbeit in Privathaushalten. Also offensichtlich, obwohl unser Rechtsrahmen ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber besteht da irgendwie noch Handlungsbedarf? Und dann besteht natürlich auch Handlungsbedarf darin, das im Prinzip durchzusetzen. Also ich sage mal, wenn ich jetzt wieder von der internationalen Ebene von dieser Konvention komme, die ich also im Übrigen nach wie vor gut finde, also nicht nur, manche meinen ja, ILO-Konventionen sind gut für Entwicklungsländer, aber ich finde in diesem Fall, die ist auch gut für uns, dann geht es ja auch erstmal darum, Deutschland hat ja ratifizieren können so schnell, weil sie der Meinung sind, dass sie eigentlich nichts ändern müssen, weil der bestehende Rechtsrahmen da ist. Und im Großen und Ganzen teile ich die Auffassung nicht ganz, das haben wir auch in unserem Workshop besprochen, aber okay, darauf will ich jetzt hier gar nicht eingehen. So, was bedeutet das aber? Über 90% dieser Beschäftigten arbeiten mehr oder weniger schwarz, obwohl wir sozusagen alle Rechte da haben. Da würde ich doch mal vorschlagen, dass wir auch damit anfangen, diese Rechte mal irgendwie umzusetzen und zu implementieren. Und wenn mir der Vertreter des Arbeitsministeriums sagt, das muss man sehr vorsichtig sein, weil die Privatsphäre ist ja geschützt und so weiter, dann denke ich, dass das ein ernstzunehmender Punkt ist. Das heißt aber ja nicht, dass da irgendwie, auch wenn das ein Arbeitsplatz ist, irgendwie ein Freibrief dafür ist, dass man da irgendwie alles machen kann. Also da denke ich, dass man sich über Maßnahmen verständigen muss. Und bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht hier konkrete Vorschläge also für Deutschland entwickeln kann. Aber wo es einfach auch darum geht, das umzusetzen. Oder was wir auch in der Arbeitsgruppe besprochen haben, dieses, was Sie ansprechen, ist das Bewusstsein, also wie wollen wir miteinander leben, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Aber ich denke auch an das Bewusstsein, dass wenn man sich fremde Hilfe von außen holt und Leute dafür bezahlt, dass man sich darüber im Klaren ist, dann ist man Arbeitgeber. Und das hat also bestimmte Rechte, aber eben auch bestimmte Verpflichtungen. Und wir haben das diskutiert, viele Privathaushalte sind damit auch überfordert und werden damit auch alleine gelassen. Also man könnte sozusagen ganz niedrig anfangen und also bessere Informationen, bestehende Gesetze sozusagen mal anwenden und kommt dann Stück und Stück vielleicht auch zu so ein bisschen mehr, weil was Sie vorschlagen, und ich bin vollständig mit Ihnen einer Meinung, aber das ist ja doch ein ziemlich großer Wurf. Das ist ja, also da wollen wir irgendwie dann da oben hin. Und dann denke ich, wir müssen uns irgendwie angucken,
sozusagen auf jeder Stufe, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, dass es einen Mix an ganz verschiedenen Maßnahmen geben muss. Also dass die, auch die Pflegenden im Moment, die das ja unentgeltlich machen, die brauchen natürlich auch Unterstützung. Das fällt ja völlig raus aus dem, was sozusagen irgendwie arbeitsrechtlich geregelt werden muss oder so. Also ich denke, das hat viele, viele Facetten und da müssen auch alle, die damit betroffen sind, und ich sehe ja schon hier alleine, sehe ich ja unheimlich viel Sachverstand, die müssen einfach mal an einen Tisch. Ja, auch meinerseits vielen Dank für die Einladung. Vorweg, runde Tische haben wir, glaube ich, genug gehabt in der Pflege. Die bringen nichts. Wenn der politische Wille fehlt und auch wenn die zivilgesellschaftliche Unterstützung für eine grundlegende Reform der Pflege fehlt, irgendwie juckt uns das Thema doch nicht wirklich politisch. Das ist ein, gucken Sie sich das auch bei den politischen Parteien an. Das Pflegethema ist nicht gut besetzt. Und da wird in dieser Legislaturperiode, das kann man ja auch schon in gewisser Weise aus der Besetzung des BMG ablesen, wenig passieren. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und es gibt auch gar keine große Reaktion darauf. Manche mögen enttäuscht sein, dass die Investitionen in die Diskussion um einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff verpuffen. Nun gut, der bringt auch nicht die Lösung. Ich bin im Übrigen gar nicht so traurig, wenn wir uns von einem Pflegebedürftigkeitsbegriff verabschieden, weil der letztlich defizitäre Bilder, auch wenn wir ihn teilhabeorientiert weiterentwickeln, transportiert. Pflegebedürftigkeit als Status zu formulieren, ist teilhabefeindlich und transportiert defizitäre Altersbilder. Die sind ja keineswegs überwunden. Und ein noch so guter Pflegebedürftigkeitsbegriff diskriminiert letztlich alte Menschen mit einem großen Unterstützungsbedarf. Ich setze mich ein für eine Fortsetzung einer Versicherungslösung, aber nicht in der Grundhaltung der Pflegeversicherung, die letztlich ja auch das mit provoziert, worüber Sie sich jetzt 2 Tage unterhalten haben. Und da lassen Sie mich vielleicht 7 Punkte ganz kurz in 5 Minuten darstellen. Für mich sind die Migranten in der Pflege, Migrantinnen in der Pflege ein Phänomen, dass grundlegende Versorgungsbedarfe nicht gedeckt sind. Das gilt zum einen in der häuslichen Versorgung. Dort haben wir den Typ osteuropäische Pflegekräfte. Lassen Sie es 200.000 sein. Wir haben es in Deutschland, ich bin ja evangelischer Kirchenbeamter, evangelisch geregelt, also gründlich. Aber wir halten uns nicht dran, weil es letztlich mit unserer Lebenswirklichkeit und den lebensweltlichen Bewältigungsstrategien von Pflegebedürftigkeit nicht übereingeht. Ich möchte jetzt nicht rumfragen, wer seine Haushaltshilfe wirklich anmeldet bei Ihnen. Da haben wir doch genau das gleiche Phänomen. Und wir müssen das Phänomen aber ernst nehmen. Und unser Pflegesystem lobt sich immer selber, auch international, für den großen Erfolg und muss, wenn es das tut, systematisch über das hinwegblicken, was wir hier als Phänomen vorfinden. Die Pflegeversicherung und die Pflegekassen anästhesieren sich gegen den Misserfolg der Pflegeversicherung. Und das können sie nur auf Kosten solcher illegalen und familiär überfordernden Pflegesituationen. Das ist ein gedankenloser Familialismus, der im Hintergrund steht, der letztlich auch mit osteuropäischen Pflegekräften fortgesetzt wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist mit den Migranten in der Pflege, das ist mein erster Punkt. Wir brauchen auch Fachkräfte. Wir haben es auch gerade für das BMG hochgerechnet. Sie haben Herrn Rothkamp gehört, 500.000. Fehlen insgesamt. Wir meinen weniger Pflegefachkräfte als vielmehr andere Care-Berufe. Darauf komme ich noch kurz, vielleicht nachher auch eine Diskussion. Das ist aber die Logik der Pflegeindustrie, die billige Pflegekräfte braucht, wenn man sie denn aus Indien, aus Vietnam oder aus China holt. Das kann beides, das ist mein zweiter Punkt, keine politische Perspektive sein. Es wird es weiter beides geben und wenn es das gibt, müssen wir das auch fair gestalten. Es geht ja auch jetzt um Menschen, die hier leben. Österreich, da teile ich Ihre Auffassung, wir sind ja auch beide evangelisch, Herr Gode, das funktioniert nicht, die haben eine katholische Rechtsauslegung. Die haben das können die Katholen besser als wir Evangelien. Die können rechtliche Dissonanzen besser ausgleichen. Die haben auch noch eine andere Instanz, die relativiert gewissermaßen Europarecht oder so, spielt angesichts des Vatikans nicht die Rolle,
die es bei uns spielt. Da sind wir irgendwie staatlicher orientiert und ordnen dem Staat eine andere Dignität in seiner Rechtsordnung zu. Das stimmt, ja. Ich habe das in Österreich auch untersucht. Ich kenne das sehr gut, wie das da funktioniert. In meinem Büchlein habe ich es auch etwas beschrieben. Ist interessant, wenn wir hier Menschen willkommen heißen, ich habe das gerade mit einem Studienprojekt in der Nähe von Freiburg untersucht, in einer Gemeinde mit 1800 Einwohnern sind in 20 Haushalten osteuropäische Pflegekräfte. Das ist ja kein randständiges Phänomen. Da können wir jetzt auch nicht, wie die Israelis das denn gerne in ihrer Rücksichtslosigkeit machen, nicht nur den Palästinensern gegenüber, sondern auch ihren eigenen Landsleuten, eine Razzia einsetzen und sagen, alle raus. Haben die gemacht. Das geht natürlich nicht. Insofern müssen wir auch die Würde derer, die dort gepflegt werden und auch der überforderten Haushalte zum Teil, weil sie sind ja nicht nur überfordert, sondern es ist ja auch ein interessantes Modell, die Familienkonstruktion aufrechtzuerhalten, aber eben selber nicht als Tochter oder Sohn zu pflegen. Vor allen Dingen aber müssen wir eben auch würdige Bedingungen schaffen für die, die dort arbeiten. Das ist vor allen Dingen eine Herausforderung für die Pflegedienste. Die müssen sich dazu verhalten. Wir haben das auch untersucht, was macht Caritas, was macht Diakonie. Das ist schwierig, das ist eine Gratwanderung. Und da liegt aus meiner Sicht erstmal die große Herausforderung in der Begleitung solcher Haushalte, in denen das ja sichtbar passiert. Und das ist ein Kulturwandel und vielleicht auch ein Weg in eine andere Rechtskultur zu sagen, das versuchen wir denn doch mal mehr oder weniger legal zu machen. Aber eine Lösung liegt darin nicht. Also jetzt eine österreichische Regelung nach Deutschland, da würde ich mich als Protestant dagegen wehren. Ist auch politisch falsch. Drittens, letztlich, das hatte ich schon angedeutet, sehe ich in dieser in diesen osteuropäischen Pflegekräften und ihrer zum Teil ja auch hohen Attraktivität, ich meine das jetzt nicht nur als Person, sondern als Lösung, sehe ich eine Fortsetzung familialistischer Pflegekonzepte. Das haben wir gestern in der Altenberichtskommission diskutiert, über das Thema Gender und sorgende Gemeinschaften. Letztlich setzt man ein Bild fort, dass die Familie das schafft und das eben mit den neuen Dienstboten. Das konnte man in der Vergangenheit auch beobachten und das wird jetzt halt fortgesetzt. Und das können sich manche leisten, manchen ist das mentalitätsmäßig fremd und das weist mich oder uns darauf hin, und da würde ich Ihnen sehr zustimmen, da brauchen wir einen kulturellen Wandel. Wir müssen uns andere Vorbilder entwickeln von gutem Leben unter Bedingungen von Pflegebedürftigkeit. Und das finde ich interessant, auch in diesem Kontext, auch für die Grünen, die ja nun sehr stark auch auf kulturellen Wandel hin geeicht sind und ihn ja auch mitbewirkt haben. Der Individualismus braucht Gemeinschaft. Wie kriegen wir das hin in einer fairen Weise und wie begleiten wir gerade auch Menschen, die jetzt nicht über eine Bildungsausstattung verfügen, wie typisch hier jetzt heute vertreten, dabei ihren Familialismus zu überwinden und sich eingeladen zu fühlen, neue Wege zu gehen in der Gestaltung von Pflege. Da gehört viertens, ganz kurz, der Mix dazu, intelligente Verteilung von Pflegeaufgaben zwischen Profis, Assistenzkräften, Angehörigen, Technik, ganz wichtig, und auch eben Freiwilligen. Da gehört fünftens dazu die Differenzierung zwischen Cure und Care. Wir müssen uns verabschieden von einer Vorstellung der Body-to-Body-Pflege als professionelles Leitbild für die Pflege. Das geht sich nicht aus, das kriegen wir nicht hin. Das tut weh, aber das müssen wir machen. Das hat Konsequenzen für die Berufsgruppenkonzeption und das hat Konsequenzen für das Leistungsrecht. Cure gehört in die Krankenversicherung und Care als Budget letztlich, das viel mehr Optionen für die Haushalte bietet in eine Pflegeversicherung, die die zentrale Funktion hat, ein Sondervermögen gut zu verteilen. Aber mehr Aufgaben gehören nicht in die Pflegeversicherung, die sich territorial gegen den Misserfolg ihrer Steuerung völlig anästhesiert hat. Gut, dann machen wir damit Schluss. Gäbe noch zwei, drei Sachen, aber vielleicht haben Sie noch eine Frage. Ja,
Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich steige mal kurz mit dem Thema auch Pflegemigration ein. Also ich habe in meiner Zeit als Abgeordnete auch festgestellt, wenn ich Pflegeheime oder Pflegedienste besucht habe, dass die sich dieses Phänomens sehr wohl bewusst waren, es teilweise thematisiert haben als Schmutzkonkurrenz, aber sich vielfach auch pragmatisch dazu verhalten haben, jedenfalls die ambulanten Dienste, indem sie gesagt haben, also unsere Fachkräfte arbeiten mit diesen Kräften etwa aus Polen auch zusammen. Alles andere macht keinen Sinn, ja, denn wenn wir sagen, oh, das dürft ihr nicht und wir machen da nicht mit, dann werden wir eben nicht mehr beschäftigt und da gibt es zum einen natürlich ein ökonomisches Interesse, zum anderen sind die auch davon überzeugt, dass das dann der Qualität dient. Was ich gut finde, sind Versuche, diese Pflegemigration aus der Illegalität zu holen und für die Beschäftigten das in Würde zu organisieren. Es gibt es im Bereich der Diakonie, ja, in Baden-Württemberg weiß ich, dass es da das Angebot Fair Care gibt, was bedeutet, dass ein Zusammenschluss von Diakonie, evangelischen Frauen und noch ein Verband, glaube ich, diese Kräfte tatsächlich vermittelt. Die Familie zahlt dann pro Kraft etwas über 2000 Euro, worin 1600 und Bruttolohn für die Kraft enthalten sind, plus Fahrtkostenzuschuss. Die bekommt dann netto knapp 1000 plus Kost und Logis. Und ein Arbeitsvertrag, in dem steht 38,5 Stunden und 30 Tage Urlaub. Und wenn der Pflegebedarf darüber hinausgeht, dann muss es eben mehrere dieser Kräfte geben. In 3 Jahren sind da, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, eine zweistellige Zahl von Verträgen dieser Art geschlossen worden. Ich glaube, es sind 75. Daran können Sie sehen, dass natürlich viele Familien das schon nicht mehr attraktiv finden, weil es eben relativ teuer sind, ist, glaube ich, das Problem. Aber es scheint mir zumindest ein gangbarer Weg zu sein, weil man diese Migration auf diese Weise wenigstens würdevoll organisiert. So, ich will jetzt was zu dem Thema politischer Wille sagen. Jetzt schauen wir uns mal an den Koalitionsvertrag der jetzigen Großen Koalition. Wenn Sie sich da den Teil Gesundheit und Pflege vornehmen, stellen Sie fest, in der gesamten Pflege kommt das Wort Teilhabe nicht vor. Das ist schon mal interessant. Ja. Dann wird aber schon einiges gesagt, zum einen zur finanziellen Seite. Der Beitrag soll geringfügig steigen um 0,3% zum 01.01.2015. Davon sollen 0,2% für eine Dynamisierung der Leistungen da sein. Immerhin, ist aber wenig. Und 0,1% soll in einen sogenannten Pflegevorsorgefonds, also der Idee nach sozusagen künftige Belastungen abfedern hilft. Ich will dazu sagen, dass die Grünen das auch lange diskutiert haben, eine Demografiereserve. Wir haben aber unter anderem von Professor Rothgang, den Sie ja gestern Abend gehört haben, gelernt, als der uns ein Pflegebürgerversicherungskonzept mit einer solchen Reserve durchgerechnet hat, dass das Problem ist, wenn du das ab dem Jahre 2030 entsparen willst, dann steigen die Beiträge sprunghaft. Das heißt, man kann sich das auch sparen, ja, einen so großen Geldsack irgendwo hinzustellen und stattdessen das lieber gleich im Solidarsystem auch einstellen. Die Beitragsentwicklung ist dann zumindest kontinuierlicher. Das heißt, das sehen wir als einen Fehler an, aber diese politische Absicht, die gibt es. Und dann wird noch gesagt, ja, und irgendwann in dieser Legislaturperiode nochmal 0,2%. Und dann gehen eben die Koalitionäre damit spazieren, dass sie sagen, ja, ja, in der Pflegeversicherung gibt es ja demnächst 0,5 mehr Beitragssatz und damit haben wir ja mehr Geld für Leistungen. Wie das ich Ihnen gerade aufgefächert habe, also ich lese das so im Vertrag, ist das schon nicht wahr, ne? Weil das für die Pflegevorsorge fehlt schon mal, ja. Und der zweite Teil steht ja noch in den Sternen überhaupt. Hinzu kommt, dass die Vorgängerregierung ja den Weg gegangen ist einer Teilprivatisierung der Pflege mit dem sogenannten Pflegebar, also 5 Euro ja, für Abschluss einer privaten Pflegeversicherung. Das Wort kommt nicht mehr vor in dem Vertrag, heißt aber auch, dass sich daran nichts ändert.
Und gelegentlich feiert sich die PKV dafür, dass jetzt 370.000 Verträge abgeschlossen seien. Das sind im Verhältnis zu den erwarteten 1,3 Millionen bis Ende letzten Jahres dann doch nicht so viele, ja, was zeigt, dass die Leute das nicht wirklich attraktiv finden. Aber man muss sich bewusst sein, da hat nach wie vor die private Krankenversicherung den Fuß in der Tür. Ja, und wenn die Große Koalition das nicht ändert, dann ist natürlich die Gefahr, dass diese Tür auch weiter aufgeht. So, dann steht an, endlich den Pflegebedürftigkeitsbegriff zu überarbeiten. Herr Klee hat jetzt gesagt, das soll man ganz lassen, ja, weil im Grunde schon die Definition Ausgrenzung bedeutet. Ich finde das nicht unplausibel, aber da kann ich nur sagen, wenn Sie das jetzt diskutieren wollen, Herr Gode hat sich lange mit dem Pflegebedürftigkeitsbegriff beschäftigen dürfen, ja, ohne dass daraus was gefolgt ist, dann muss man da jetzt einsteigen in diese Debatte, ja, und überlegen, ist das noch die notwendige Reform? Also ich weiß bisher noch nichts Besseres, weil irgendwie brauchen Sie einen Anknüpfungspunkt, ja, für die Leistungen, die von der Pflegeversicherung dann gewährt werden. Aber wenn Sie jetzt sagen, das bringt es gar nicht, ja, dann müssen Sie diese Debatte verschärft anstoßen. So, dann steht immerhin im Koalitionsvertrag noch drin, dass die Kommunen gestärkt werden sollen, dass es für den Weg dahin eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geben soll. Das halte ich der Spur nach für richtig. Von Kommunalisierung, Rekommunalisierung war ja seit gestern Abend schon viel die Rede. Man muss natürlich überlegen, wie man das organisieren kann im föderalen Staat. Das ist ja manchmal ein Problem. Aber ich denke mir, wenn man an den anderen, an das andere Ende des Lebens guckt, bei den Kindern, da haben wir jetzt einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und die Kommunen haben jetzt sehr viel dafür tun müssen und sind noch dabei, nicht nur Kitas einzurichten, sondern das auch weiterzuentwickeln, dass vielfach die Kitas auch zu einer Art von Familienzentren werden. Ja? Und ich denke mal, so ähnlich kann man sich vielleicht vorstellen, dass Pflegestützpunkte sich weiterentwickeln im Sinne dessen, was wir heute auch von Frau Hämmel schon gehört haben, wie wir es in Staaten wie Kanada oder Finnland haben, dass es jedenfalls eine gemeinsame Verantwortung gibt, vor Ort Strukturen für Pflege zu organisieren. Ja, jetzt sind wir im Prinzip mit der ersten Runde hier durch. Ich möchte im Prinzip gleich Ihnen das Wort erteilen hier aus dem Publikum, möchte aber trotzdem noch nachstoßen. Also die Ausgestaltung kommunaler Strukturen, die Aufteilung in Care und Kur, das sind an sich jetzt die Stichworte, um die es geht. Also wenn man praktische Lösungen im Quartier, im Kiez haben will. So, jetzt, wer möchte zu Wort kommen? Ich traue mich einfach mal. Ich bin ehrenamtlich in einem Kiez in Charlottenburg engagiert und stelle fest, dass das Problem oftmals auch an den Bürgern selber liegt. Ich engagiere mich seit über 3 Jahren für die Stimme von pflegenden Angehörigen, was pflegende Angehörige leisten, mache Beratung im Kiez für pflegende Angehörige, aber auch generell, um das Thema Pflege zu sensibilisieren, auch für diejenigen, die noch nicht davon betroffen sind. Ich mache ein wöchentliches Angebot, jede Woche, und die Reaktion ist eigentlich ziemlich mau. Stelle allerdings fest, wir haben in unserem Nachbarschaftsladen verschiedene Interessengruppen, einen Nähnachmittag, so eine Krabbelgruppe, und dabei kommen dann auf einmal die Gespräche zum Thema Pflege. Die Leute gehen nicht irgendwo jetzt dahin, wo jetzt da groß drauf Pflege draufsteht, sondern das Thema wird ganz unterschwellig auf einmal diskutiert. Das finde ich interessant, halt auch, wie gesagt, auch den Bürger rechtzeitig schon mal, sich rechtzeitig darum zu kümmern, dass Pflege auf einen zukommen könnte. Und nicht erst dann, wenn es passiert, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja.
Ja, Carola Buri, Arbeitnehmerkammer in Bremen. Ich fand das sehr interessant, auch was Herr Klee eben auch nochmal gesagt hat, zur Frage der Fachkräftesicherung und dass eigentlich dieses System, so wie wir es jetzt mit Migrantinnen und Migranten und dem grauen Bereich haben, darauf hinweist, dass wir Bereiche haben in den Versorgungssektoren, die nicht ausreichend das abdecken. Meine Feststellung ist, wie Frau Bender das schon gesagt hat, dass in den letzten Jahren ja keine Erhöhung, keine Dynamisierung stattgefunden hat. Und Sie haben ja zu Recht auch kritisiert, dass das jetzt eine sehr minimale Dynamisierung ist, die jetzt vor allem in die Dynamisierung der Leistungen gehen soll. Das Problem ist ja aber nicht nur bei den Leistungen, die dynamisiert werden müssen, keine Frage, sondern auch bei der Dynamisierung zum Beispiel der Personen, also damit die den Personen zugutekommt, die Pflege leisten. Also wir haben effektive Lohnverluste in den Bereichen der Pflege. Wir haben einen hohen Druck auf Finanzierung der gesamten Arrangements. Das eine ist, dass wir dann Migrantinnen und Migranten reinholen, bis hin zum grauen Bereich, aber auch in den Bereichen stellen wir fest, zum Beispiel einen erhöhten Einsatz von Helferinnen und einen Abbau von Fachkräften. Halte ich für eine ganz große Problematik, weil wir hier einen Bereich, typischen Frauenbereich, dequalifizieren, indem wir neben den Fachkräften der dreijährigen Helferstrukturen zusätzlich aufbauen. Dass wir die immer gehabt haben zu einem Teil, ist keine Frage, aber wir bauen es zusätzlich auf und wir haben keine Transparenz nach oben. Also wie könnte sichergestellt werden, dass die Dynamisierung auch in die Entwicklung von Berufsbildern, in die Entwicklung von Professionalität und einer besseren Versorgung zugutekommt. Das wäre meine Frage. Wir sind ja dank durch den Juristen jetzt in eine Dimension, wir durften dank des Juristen jetzt hier in eine Dimension, also Dimension im Sinne von Denk- und Verstehtiefe eindringen, wo sich real ja das Problem wirklich stellt, nämlich, dass ich hier, wenn wir das runter reduzieren, nur auf die zwei Konkurrenzbegriffe Care und Cur, sich dahinter natürlich ein System, eine Systemlogik versteckt jeweils. Und dass vor allen Dingen natürlich nur die, die beheimatet sind, die die Cur favorisieren, natürlich diejenigen sind, die den Zeigefinger zeigen können und sagen, die anderen sind illegal. Ich will es so brutal mal sagen. Und deswegen sage ich einfach, ich finde, wenn schon Illegalität festgestellt wird, dann werden wir mit denjenigen, die sich meinen, den Zeigefinger zeigen zu müssen, brauchen wir uns nicht auf den Tisch, am Tisch setzen und denen, die in der Illegalität sind, raushelfen in die Legalität, weil die werden nur assimilieren wollen, die wollen auch nur ihre Pfunde sichern und mehr auch nicht. Ich halte da keine seriöse Kommunikationsebene. Umgekehrt, also wo will ich hin? Ich glaube, es braucht Moderatoren, die so seriös und neutral sind, Care und Cur tatsächlich kommunizieren zu wollen und jeweils abzugleichen und vor allen Dingen dann seriöse Arbeitsschritte rauszufinden und vor allen Dingen, und damit man weiß, wie tief die Dimension gesehen werden muss, jede kleinste Illegalität muss definiert werden und für jede kleinste Illegalität muss ein Transformationsprozess ausgearbeitet werden, damit sie sehen, was für Kernerarbeit wir hier reden. Aber dazu ist natürlich in der Regel ein Politiker viel zu faul, der will auf der Oberfläche arbeiten. Entschuldigung. Ich wollte gerne einem Eindruck ein bisschen auch entgegenwirken, nämlich, dass die Übernahme bestimmter Aufgaben, die einer bestimmten, zum Beispiel jetzt Berufsgruppe zugeordnet werden, wie Pflegekräfte und so weiter, durch Migrantinnen und Migranten, nicht automatisch immer nur eine Deklassierung ist, sondern hat auch das Problem der Anerkennung deren Qualifikation auch. Also eine Reihe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland haben entsprechende Qualifikation, aber diese Qualifikation wird entsprechend nicht anerkannt. Letztlich, was der Eindruck unter dem Strich bleibt, ist, die Arbeit wird deklassiert, weil es von Leuten übernommen wird, die diese Qualifikation nicht mitbringen.
also deren Qualifikation wird nicht anerkannt. Das ist das Problem. Ja, Agnieszka Satola, Hochschule Fulda. Ich habe meine Doktorarbeit über polnische Pflegekräfte geschrieben, die in Deutschland irregulär arbeiten, weil ich sogar Promotionsstipendiatin bei der Bildstiftung. Und erstmal eine sprachliche Anmerkung. Also mich wundert, dass hier alle über Schwarzarbeit sprechen, also ein Begriff, was koloniale Geschichte hinter sich hat, auch ein rassistischer Begriff. Und ich meine, wenn wir den Begriff hier nicht reflektieren, dann wo soll er denn reflektiert werden? Also ich würde wirklich empfehlen, über zum Beispiel irreguläre Arbeit zu sprechen. Dann zweitens wollte ich das zuspitzen, was Sie eben gesagt haben mit der Professionalität der häuslichen Pflege. Weil das ist eben, habe ich den Eindruck, die Diskussion ist ein bisschen einseitig hier. Also so nutzenorientiert und andererseits so diese Defizitperspektive wird angenommen. Und ich finde, dass gerade das, was die Professionalität von den qualifizierten Pflegekräften ausmacht, trifft für die häusliche Pflege nicht zu. Da ist eben die Professionalität entsteht aus dieser intensiven und extensiven Zeit, die die Frauen Wochen, Monate lang mit den Pflegebedürftigen verbringen und für die Gesamtproblematik zuständig sind. Ja, wenn jetzt, da ist noch eine Wortmeldung und dann gehen wir mal zurück aufs Podium hier. Ja, ich wollte noch einmal auf die anscheinende fehlende Solidarität zu sprechen kommen. Und zwar, ich bin auch zum Teil in Norwegen groß geworden und ich habe mich das auch manchmal gefragt. Dort ist anscheinend generell in der Gesellschaft eher so ein Bewusstsein vorhanden, dass man sich um die Nachbarn kümmert, um die älteren Leute oder auch das Kinder oder ja generell länger in der Schule sind, länger im Kindergarten. Und ich hatte gerade, wenn es jetzt um die Debatte der Großeltern geht, immer das Gefühl, dass zwischen der Generation meiner Eltern zum Beispiel und der Generation der Großeltern ein ganz, ganz großer Bruch war und dass das einfach viel mit unserer Geschichte zu tun hat. Was ich dort in Skandinavien, in Norwegen, das gab es einfach so nicht. Und von da habe ich manchmal das Gefühl, die Diskussion müsste viel, viel tiefer gehen. Und es ist halt, ja, es gibt irgendwie diese fehlende Solidarität anscheinend und wir merken sie gerade, aber ja, es ist halt anscheinend nicht geholfen mit einem runden Tisch oder dass wir uns alle hinsetzen und diskutieren. Ja, als Anmerkung. Ja, gehen wir hier zurück aufs Podium. Wer möchte zuerst zu Worte kommen? Bitte. Zunächst zur Schwarzarbeit. Ich bin sehr viel in Südafrika oder im südlichen Afrika. Der Begriff Schwarzarbeit hat mit Rassismus aus meiner Sicht geschichtlich nichts zu tun. Das hat was mit Dunkelheit zu tun. Und die ist nicht an die Hautfarbe und damit irgendwie an rassistische Grundhaltung gebunden, dass wir in der Sprache aufpassen müssen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und ob sich das durchsetzt mit der irregulären Arbeit, kann man sicherlich einiges dazu beitragen. Sprache ist in der Tat leicht verräterisch, aber diese Brücke scheint mir hier einfach auch nicht die richtige zu sein. Ich möchte zunächst eingehen auf diese Frage, die auch von Ihnen aus Bremen angesprochen wurde und die Sie auch nochmal angesprochen haben, der Professionalität. Und da würde ich gerne unterscheiden zwischen einem berufssoziologisch fundierten Professionskonzept und der Professionalität im Sinne von einer besonderen Kompetenz, auch einer fachlichen Kompetenz. Ich war auch professioneller in diesem Sinne für meinen Vater, den ich 13 Jahre begleitet habe. Den kannte keiner besser, zumindest nicht von denen, die sie beruflich versorgt haben, als wir als auch Angehörige. Nicht? Da sind wir Experten für unsere Angehörigen. Und das ergibt sich auch aus Lebensgeschichte oder kann sich auch ergeben aus der Zeit, die wir mit einem Menschen verbringen, auch wenn wir gewissermaßen neu in diesem Haushalt sind. Das will ich auch überhaupt gar nicht relativieren. Ich habe eine gute Freundin, oder wir haben eine gute Freundin, die hat neulich ihren 375. persönlichen Assistenten verabschiedet. Ist behindert, schwerbehindert, früher waren es Zivis, jetzt sind es selbstangestellte Assistenzkräfte. Das sind Experten für diese Frau und sie vermittelt ihnen diese Expertise für sich. Das ist auch ein Teil von, könnte man sagen, Professionalität. Das meine ich auch mit einer Assistenz, zu sagen, das sei
Das ist ja die Assistenz, die dem Individuum dient. Das ist die Teilhabeorientierung. Das, was dem elementar bedeutsam ist, dem Menschen, das hat sich in der Lebenswirklichkeit zu ereignen. Und das wissen wir, das ist Menschen auch bedeutsam. Nicht die Pflege. Die hat eine dienende Funktion. Das Leben möge sich entfalten unter den Bedingungen der Vulnerabilität. Und das verlangt ein anderes Bild. Und das meine ich mit Care, mit Sorge tragen, in Verantwortungsbeziehung sich begeben zu einem Menschen. Und das in der Spezifik dieses Menschen, der einzigartig ist. Das meint Care. Das können Angehörige sein, das sind überwiegend auch Nachbarn, die zweitwichtigste Unterstützungsinstanz in Deutschland überhaupt, was die quantitative Unterstützungsdimension anbelangt. Das können auch beruflich Tätige sein, dahinter bedarf es zum Teil auch der professionellen Begleitung, der sozialen Arbeit, der Hauswirtschaft. Möglicherweise auch der Pflege, so sie sich, nicht, the essence of cure is care, also für die, für das Wohlergehen mitverantwortlich fühlt. Das war gestern im Übrigen auch Konsens in der Gender-Debatte. Cure heißt Gesundheitsberufe. Ich bin verantwortlich für die Steuerung dieses Pflegeprozesses, kein schöner Begriff. Und da stellen wir fest, auch in der pflegewissenschaftlichen Diskussion, dass wir hier eine Veränderung des Professionsverständnisses vollziehen. Nicht die Identität, haben wir vorhin gerade diskutiert beim Technikeinsatz, die Identität, Berufsidentität von Pflegekräften ist stark gebunden an diese Vorstellung von ganzheitlicher Body-to-Body-Betreuung. Das ist nicht angemessen. Wenn wir die spanischen Kollegen, die rumänischen Kollegen begrüßen in Deutschland mit ihrer Pflegeausbildung, wenn wir international uns angucken, was macht Professionalität in der Pflege aus, dann ist es eben nicht die Vorstellung, ich pflege ganzheitlich, sondern ich bin verantwortlich für eine ganzheitliche Betreuung unter Einbeziehung von Care. Und wenn wir ressourcenorientiert denken und wenn wir auch weiterdenken in Richtung Professionalisierung von Berufsgruppen, dann muss die Professionalität sich stärker profilieren. Und da bin ich gar nicht bei Ihnen. Ich habe in Bremen als Anwalt, der ich nebenberuflich bin, dort die Pflegesätze ausgehandelt über Hausgemeinschaften. Da haben wir einen anderen Personalmix. Da agieren jetzt die Fachkräfte als ambulanter Pflegedienst in der stationären Einrichtung und die Hausgemeinschaften, sie werden alltäglich verantwortet von Hauswirtschafterinnen, die gewissermaßen das gemeinsame Leben bewirtschaften. Und das ist letztlich ein aus meiner Sicht auch tragfähiges Bild. Ich möchte auch nicht, dass man in meiner Lebenswelt ständig professionelle agieren. Und das ist ganz nah bei Ihrer Frage aus meiner Sicht. Wir haben 40 Millionen Menschen in Deutschland, die haben Pflegeerfahrung. 40 Millionen, so viel wie noch nie. Das sind alles Experten. Sie definieren aber ihre Lebenssituation nicht über die Pflege, sondern über das, was in ihrem Leben bedeutsam ist. Und über die Pflege ins Gespräch zu kommen, das ist Aufgabe der Professionellen. Das wäre Aufgabe des MDKs beispielsweise oder auch der Pflegedienste, die dort dafür auch bezahlt werden müssten, auch für die Steuerung der Pflegeprozesse. Und auch die Pflegeberatung wäre hier ein wunderbares Bild, Frau Bender, nicht? Da könnte man sagen, die Pflegekassen können das nicht. Die machen es auch nicht. Die machen es einfach nicht. Das ist aber egal, das interessiert die Politik auch nicht. Die haben auch gar kein Verständnis für den Ort. Können sie auch gar nicht haben, die verschiedenen, die dann in Hamburg sitzen oder sonst wo. Und wenn man diese Ressourcen auf die kommunale Ebene setzt und verbindet die Inanspruchnahme von Pflegeleistung mit der Beratung, und zwar obligatorisch, dann haben wir einen ganz anderen kulturentwickelnden und fachlichkeitssichernden Aspekt. Ich würde dringend empfehlen, in eine sicherlich kontroverse Diskussion einzusteigen über das Profil der Fachpflege und was es ausmacht. Und nicht einzusteigen in diese Hierarchisierungsdebatte. Das ist keine Hierarchisierung, sondern es geht letztlich um Berufe, die nebeneinander stehen und sich ergänzen in ihren Logiken. Die Hauswirtschaft kann was, versteht etwas vom Haushalten, die soziale Arbeit von sozialen Netzwerken und die Pflege und die Gesundheitsberufe von dem, was Gesundheit unter Bedingungen von Einschränkungen heißt. Das kann sich ergänzen. Und das zeigen auch sehr viele Beispiele, dass das sehr gut geht. Und ein solches Berufsgruppenkonzept rechtlich zu hinterlegen und auch sozialrechtlich zu unterstützen, das ist möglich. Und das bewährt sich vielfach auch. Wenn wir in Evaluationen gucken, wo es denn vor Ort gut funktioniert, denn dort, wo ein solch entfaltetes Berufsgruppenkonzept auch realisiert wird.
Nicht? Es ist, hat auch was mit Loslassen zu tun, dass man für die gesamte Pflege als Pflegeversicherung und auch als Profi der Pflege verantwortlich ist. Das ist aus meiner Sicht vermessen, diese Vorstellung. Und es ist auch vermessen und es ist auch letztlich nicht tragfähig zu sagen, der Sozialstaat soll das alles richten. Das funktioniert nicht. Sondern da ist die Kulturfrage gestellt, wie wir uns verhalten zu der Frage der Sorgebedürftigkeit, also der Verwiesenheit auf die Hilfe anderer. Und wenn wir das nur den Professionellen überlassen, dann versagt unsere Kultur einer zentralen Herausforderung unserer Zeit, wie wir in einer Gesellschaft des langen Lebens die Zuversicht stiften, dass wir füreinander da sind. Das ist eine zentrale Frage und das ist komplizierter, als irgendwie mit Beitragssatzerhöhung hinzukriegen oder mit noch mehr Pflegeleistung. Das ist nicht die Lösung. Vor Ort hat diese Aufgabe wahrgenommen zu werden und da kann man Strukturreformen, haben wir ja ausbuchstabiert, wie das funktionieren kann, das kann man auch ohne sehr viel mehr Geld, kann man sehr viel mehr Effizienz und Kulturentwicklung in dieses System bringen. Das wäre mein Petitum. Also ich glaube, ich muss noch mal was zu den runden Tischen sagen. Also ich bin natürlich auch der Meinung, dass runde Tische alleine, die bewirken gar nichts. Und auch ein und kultureller Wandel, das, ich glaube, das wird hier jeder im Saal unterschreiben. Ich glaube allerdings, oder sagen wir mal andersrum, also die Frauen, mit denen ich zu tun habe, die also in Europa im Wesentlichen undokumentierte Migranten in Privathaushalten, die reden häufig von mangelndem Respekt, der ihnen gegenübergebracht wird. Und da ist sozusagen meine Antwort immer, also wenn ihr ausgestattet werdet mit genügend Rechten und so, dann kommt auch der Respekt. Also ich sage mir, das ist natürlich eine sehr plumpe Antwort, aber ich glaube, was doch definiert werden muss, auf welcher Grundlage auch nur so eine Entwicklung stattfinden kann, ob wir das kultureller Wandel oder wie auch immer bezeichnen, sind doch gewisse Rahmenbedingungen, über die wir uns verständigen und die auch irgendwie festgelegt werden müssen. Es muss irgendwo festgelegte Standards geben. Und da denke ich schon, dass das irgendwie, da ist die Gesellschaft, letztendlich der Staat gefragt, wenn ich auch, stimme Ihnen völlig, mit Ihnen völlig überein, dass der Sozialstaat an und für sich damit überfordert wäre, das alleine zu lösen. Und das ist ja auch nicht das, was Menschen wollen. So, und da denke ich da an diesen Lösungen, sozusagen, wo da das Zusammenspiel, also von, ob das English Communities, also hier Quartierlösungen oder so, was Sie da sagen, ich glaube schon, dass es dort auch einen gewissen Regelungsbedarf gibt, bestimmte Anreizstrukturen, aber ich finde, man sollte auch Sanktionsmechanismen auch nicht vergessen, wenn es sozusagen um die Beschäftigung geht. Also was ich nochmal sagen wollte, was glaube ich hier noch gar nicht angeklungen ist, also was Frau Förres war ihr Name, ne? Die polnische Unternehmerin, die hier gesessen hat. Also ich sag mal so, diejenigen, die eine Osteuropäerin bei sich anstellen, wie auch immer, das ist ja schon eine gewisse Gruppe, das hat sie ja auch gesagt, die sich das leisten können. Ich glaube nicht, dass bei ihr eine Verkäuferin anruft, die bei ihr die Ohren voll weint und sagt, ich kann jetzt leider nicht die Pflege für meine arme Mutter bezahlen, wie kannst du mir helfen? Die würde gar nicht auf die Idee kommen. So, das heißt, das Problem ist ja sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt dieses Gesamtproblems, was wir hier diskutieren. Und ich habe zumindest auch gelernt hier, dass Migration, ich habe das heute noch mal im Workshop gehört, das ist ja nicht so richtig der große Wurf, die verschiedenen Projekte, die es da gibt. Also da reden wir über 700 Menschen und dann nochmal 36 und so. Das scheint mir irgendwie nicht grundsätzlich zur Problemlösung da beizutragen. Also schlichtweg, weil die Zahlen nicht zusammenpassen. Ich sag mal, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Familien, die es sich leisten können, die sich zumindest das leisten können, die sind ja auch irgendwie in einer Notlage, weil sie sich eben noch mehr nicht wieder leisten können. Also wenn sie dann wirklich tatsächlich jemanden anstellen. So, und da denke ich, da ist die Politik irgendwie gefragt, dort diese Rahmenbedingungen eigentlich festzulegen und bestimmte Standards festzulegen. Und da kann ich nur sagen, von der Beschäftigtenperspektive, da müssen eben auch Arbeitsstandards eingehalten werden. Und wenn ich mir das dann nicht leisten kann, Entschuldigung, dann kann ich mir das nicht leisten. Ich kann auch nicht jeden Tag essen gehen. Also dann muss es andere Lösungen irgendwie geben für dieses private
Problem. Und nur noch ein Satz, weil ich auch ansonsten ja so ein bisschen, ich mache ja nicht nur Hausangestellte, ich beschäftige mich ja insgesamt mit informeller Wirtschaft und ich finde auch, dass also der Begriff, der hat sich aber in Deutschland noch nicht so durchgesetzt, informelle Beschäftigung, dass wir nun jeder kleinsten Illegalität auf die Spur gehen. Also das macht man ja gerne wollen, letztendlich auch in einer idealen Welt, aber ich glaube, dass das vergleichsweise unrealistisch ist. Selbst in Europa gibt es Zahlen, also da ist jede Zahl so gut wie die andere, zwischen 35% Anzahl von sozusagen undeklarierter Beschäftigung, wie auch immer. Ich glaube, dass wir mit einer gewissen, sage ich mal, informellen Beschäftigung wahrscheinlich leben müssen, aber ich würde mit Ihnen völlig darüber, also bin ich damit einverstanden, dass man da was gegen tun muss. So, aber sozusagen, was Formalisierung alleine bedeutet in allererster Linie gar nichts, weil es zum Teil auch zu Kriminalisierung und so führen kann, sondern das ist ein strukturelles Problem, wo ich denke, dass man sozusagen auch an die Wurzel des Übels gehen muss. Und da kommen wir irgendwie an bestimmte Standards und Verbindlichkeiten, die auch gesetzt sind und durchgesetzt werden, glaube ich, nicht vorbei. Und ich will dieses Panel nicht verlassen, um zu sagen, dass unsere, sagen wir mal, unser ganzes Grundbestreben ist eigentlich, dass wir sagen, ein Teil der Lösung ist, dass wir helfen müssen, dass sich diese Menschen selber organisieren und selber für ihre Rechte eintreten. Wenn wir das nicht hinkriegen, zusammen mit sozusagen staatlichen generellen Rahmenbedingungen oder so, dann glaube ich nicht, dass wir da hinkommen, wo wir alle hinkommen wollen. Und hier die Kollegin von Verdi, die hat mir da recht gegeben, die hat mir eine Statistik erklärt, in der gewerblichen Wirtschaft, wo die gut organisiert sind, da haben die ziemlich gute Lohnerhöhungen durchsetzen können und in der Pflege, wo sie gar nicht organisiert werden, da war es eben ganz unten. Also da gibt es schon auch direkte Zusammenhänge. Herr Klee hat ja eben in seiner Beschreibung versucht, die Rahmenskizze eines solchen Kulturwandels mal zu beschreiben. Und einer der wichtigen Punkte dabei, in der ersten Einlassung war das ja schon deutlich, war der Hinweis auf veränderte familiale Rollen und auf veränderte familiale Bedeutung. Wenn Sie sich an die gestrige Diskussion von gestern Abend erinnern, hat Herr Rothgang sich auf eine Zahl eingelassen, die von 250.000 etwa ausgegangen ist, wenn man sich tatsächlich auf diesen Prozess einlässt. Das ist deshalb eine so brisante Zahl, weil es ja Untersuchungen gibt, also zum Beispiel von der Prognos, die mal gerechnet hat, und ich komme auf diese Zahl, wenn man sich das anschaut, Prognos hat mal gesagt, es gibt keinen Königsweg für die Personalgewinnung in diesem Bereich. Und einer der Wege wäre die Steigerung von Beschäftigungschancen, eine längere Verweildauer im Beruf, das hatte Frau Scharfenberg heute Morgen auch angesprochen. Dann war die Frage, ob man über veränderte Lebensarbeitszeitmodelle zum Beispiel und alternsgerechte Arbeitsbedingungen zu besseren Beschäftigungsmöglichkeiten kommen könnte. Über Zuwanderung, das ist immer eines der zentralen Argumente gewesen, die Steigerung der Effizienz und die Nachfragedämpfung. Das sind die Strategien. Wenn man das zusammenrechnet, bleiben etwa 250.000 übrig. Und diese 250.000, die hat Herr Klee eben versucht, in Geschichten zu übersetzen, indem man nämlich gesagt hat, wir müssen über familiäre Rollen reden und wir müssen über Alltagsgestaltungen sprechen, wir müssen über einen Kulturwandel sprechen in diesem Zusammenhang. Es spricht eigentlich alles dafür, es zu versuchen. Nur dass, der Versuch alleine hat ja damit zu kämpfen, dass wir völlig veränderte Lebensstile haben. Also wir haben zum Beispiel ja in der Regel ja nicht unbedingt den familialen Zusammenhalt in einer Wohnung oder in der Nähe. Also meine Schwiegermutter wohnt 700 Kilometer entfernt von uns. Und wenn man dann solche Bedingungen hat, dann ist man eben auf Nachbarschaftsarrangements, dann ist man eben auf neue Wahlverwandtschaften und Freundschaften und so weiter angewiesen. Das heißt, es steckt dahinter ein hochrelevantes Gesellschaftsmodell,
das auf Beteiligung und auf eine Veränderung von Kultur hingeht. Also wir haben in dem Netzwerk Song, in dem wir ja viele dieser Philosophien versucht haben zu beschreiben, natürlich einerseits gesagt, klassisch geht es um Funktionen, die man früher mit Subsidiarität beschrieben hat oder mit lokaler Verantwortung. Lokale Verantwortung heißt immer Teilhabe im Wohnbereich. Lokale Verantwortung heißt auch hinschauen, wie sieht das um mich herum aus, welche Möglichkeiten habe ich. Und es heißt auf der anderen Seite Solidarität. Ich muss dann tatsächlich neue solidarische Strukturen auch entwickeln und denken wollen. Von daher ist das ein hochbrisantes gesellschaftliches Projekt, denn das braucht Akteure, die zusammenwirken. Das Erstaunliche ist, man kommt sehr schnell an die Grenze von industriellen Pflegearrangements in diesem Zusammenhang. Und das ist nicht der wirtschaftliche Misserfolg, sondern das ist der persönliche Misserfolg an dieser Stelle. Das Modell scheitert, weil es die Personalressourcen nicht entsprechend denkt. Und wenn man an dieser Stelle weiterdenkt, meine ich, entstehen die wirklich spannenden Fragen im Blick auf dieses Modell. Ich wollte nochmal aufgreifen, die Frage Pflege vor Ort organisieren. Wie kommen wir eigentlich dahin? Weil das ist ja dann die politische Gestaltungsaufgabe. Es gibt, Frau Heinze hat vorhin in dem Forum die Frage gestellt, soll das dann eine kommunale Pflichtaufgabe werden? Die ist nicht so wirklich erörtert worden dann. Ich glaube in der Tat, da wird man hinkommen müssen. Ja, jetzt sind die Kommunen verpflichtet, Kinderbetreuung zu organisieren oder Flüchtlinge unterzubringen. Ja, aber in der Pflege haben sie in dem Sinne keine Pflicht. Wenn man sowas aber hinbringen will, dann darf schon verfassungsrechtlich der Bund den Kommunen so etwas nicht zuweisen. Es geht nicht, es geht nur über die Länder. Von daher ist die im Koalitionsvertrag angedachte Bund-Länder-Arbeitsgruppe schon mal ein richtiger Weg. Aber solche Prozesse laufen dann natürlich immer so, dass die Länder schon sagen und natürlich erst recht die Kommunen, wenn der Bund uns sowas auferlegen will, dann müssen wir dafür Geld bekommen, weil sonst können wir das nicht leisten. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja? So, und das heißt dann natürlich, dass dann auch Geld rüberwachsen muss. Ich finde nicht, dass das aus der Pflegeversicherung kommen sollte, weil das ist eine allgemeingesellschaftliche Aufgabe und solange wir nicht mal Pflegebürgerversicherung haben, würde das ja bedeuten, dass eben nur diejenigen, die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung zahlen, da beteiligt wären. Ich glaube, dann ist man bei der Frage Steuermittel. Und dann sind Sie aber auch dabei, dass Wolfgang Schäuble jetzt den Ehrgeiz entwickelt hat, einen Haushalt ohne neue Schulden vorzulegen und dafür allein schon mit 6 Milliarden in die Sozialkassen hineingreift. Ja? Er holt da Geld aus der Rentenversicherung und aus der Krankenversicherung. Also der Prozess läuft gerade ganz und gar umgekehrt, ja? Als er sollte. Aber das ist dann die Gestaltungsaufgabe, die zu leisten ist. Und dann sind wir wieder bei dem Thema vorhin, Sie haben es angesprochen, ist eigentlich das Interesse der Bürgerschaft da und mithin ein gewisser Lobbydruck, ja, dass in der Pflege was passiert. Und da finde ich auch, der ist bisher zu gering. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sozusagen diejenigen, die als Angehörige betroffen sind, das für mehrere Jahre sind, aber dann vielleicht auch erleichtert sind, dass es nicht mehr ihr unmittelbares Thema sind. Für die anderen ist es noch nicht das Thema. Ja? Also es ist wahrscheinlich keine allgemeine Betroffenheit, aber vielleicht kann man die ein Stück weit erzeugen, wenn wir tatsächlich über die Frage reden, wie wollen wir miteinander leben und wie organisieren wir das in einer alternden Gesellschaft. Das sackt ja vielleicht doch allmählich ein, dass da eine Aufgabe vor uns liegt. Drei kurze Anmerkungen. Einmal, wenn man, lieber Herr Gode, wenn man sich anschaut, was müssten wir denn tun im Sinne der Berufskräfterekrutierung, um diesen Bedarf decken zu können, hat zum Beispiel für das Land Brandenburg, Herr Welte, neulich mal gesagt, wir müssten 23% aller Schulabgänger in die Pflege gehen. 23%. Tatsächlich tun es 2%. Jetzt schon. Das heißt, das geht sich überhaupt nicht aus, würden die wieder sagen. Also
da müssen wir einfach realistisch sein. Also die Vorstellung, das ist, ich sage das ein bisschen despektierlich, das ist so wie ein Kleingartenverein, der sagt, wir pflegen professionell, aber nur unseren Kleingarten. Die Wildnis, die lassen wir denn. Und das ist nicht in Ordnung. Insofern müssen wir uns das richtig gegen uns auch wirken lassen. Also diese Notwendigkeit, dass wir dort uns auch verabschieden von bestimmten klassischen Versorgungserwartungen. Das Zweite ist, da würde ich Ihnen etwas widersprechen. Wir haben Ihre Schwiegermutter 700 Kilometer entfernt, meine waren damals zum Teil 800 Kilometer entfernt. Aber wir sind ja eine komische Truppe hier, nicht? So Bildungsbürgertum, das auch sich durch Mobilität auszeichnet. Wir erzeugen natürlich auch die Solidaritätsprobleme im Nahraum. Aber in den Haushalten, wenn Sie sich das mal empirisch angucken, gibt es nur 20% der Haushalte mit Pflegebedürftigen, wo der nächste Angehörige weiter als eine Stunde entfernt lebt. Also wir haben dort noch viele Ressourcen, wir haben zusätzliche Ressourcen. Es gab noch nie so viel Partnerpflege wie heute und das wird auch noch so bleiben. Und die Männer beteiligen sich in der Pflege mehr als in der Kindererziehung. Und das sind auch Ressourcen, das betrifft uns Männer ja auch. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Sorge auch mit zu unserer Lebensführung gehören muss. Hilft nichts. Dazu müssen wir ja sagen, sonst können wir uns nicht darauf verlassen, unseren Individualismus fröhlich auch sonst zu leben. Frau Bender, widersprechen muss ich Ihnen als Jurist, dass die Kommunen da keine Pflichtaufgabe haben. Die haben die gleiche. Die Kollegin Hoffmann hat mir das deutlich herausgearbeitet. Es gibt eine Garantiepflicht, es gibt so eine Art Wächteramt der Kommune auch für die schutzbedürftigen Alten. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen, in der eigenen Häuslichkeit Demenzkranke. 20% von ihnen werden fixiert, sediert oder eingeschlossen. 20%. Gesicherte Daten. Kein Mensch reagiert. Auch kein Profi. Da fragt man sich, wo seid ihr denn? Da, wo ihr für euch in Anspruch nehmt, wir sind jetzt hier die, die wirklich auch für die Rechte. Ja, in Hamburg müssen sie es. Nicht? Das ist immerhin schon mal was. Und selbstverständlich gibt es dort eine auch Amtshaftung. Und darum muss auch diese Verantwortung dort anders gestaltet werden. Und nun haben wir sehr verschiedene Kommunen. Ich unterscheide da immer, wir haben die innovativen Unterwegsseinen, die sehen, wir haben demografischen Wandel. Den müssen wir gestalten. Dann gibt es so die Orientierungslosen, die sagen, ja, weiß nicht, wie das geschehen soll. Wir fahren mal so in eine Songhochburg und gucken uns das an. Und dann gibt es die Depressiven, die sagen, lässt sich sowieso nichts machen. Und dann gibt es die Ignoranten, die sagen, wir wissen es, wir haben ein Pflegeheim und das wird das schon lösen. Darin liegen nicht die Lösungen. Und ich wäre ganz, Frau Bender, ganz optimistisch. Gerade in Baden-Württemberg haben wir es ja erlebt, bei den schönen Diskussionen, der streitigen Diskussion mit Ihrem Koalitionspartner SPD. Was machen wir mit den Wohngemeinschaften? Es sind dort fast 100 Bürgermeister, meistens ja CDU, die sagen, wir wollen Rahmenbedingungen für örtliche Lösungen für die Sorgethematik. Vor Ort kriegen wir es thematisiert. Wenn wir in Kommunen unterwegs sind mit unseren Instituten, dann sehen wir 60% der über 40-Jährigen sagen, da machen wir mit, genossenschaftliche Lösungen. Das Thema kommt vor Ort an, nur dort müssen wir ihm Raum geben. Und wir können heute schon, indem wir die Verwaltungszuständigkeit der Pflegekassen auf die kommunale Ebene verlagern, das ist ohne Verfassungsänderung möglich. Da können wir auch die Mechanismen des von Ihnen seinerzeit ja auch mit unterstützten SGB IX nutzen. Das haben wir ja alles ausbuchstabiert. Das liegt ja auch als Gesetzesempfehlung vor. Da können wir den Kommunen oder auf kommunaler Ebene eine ganz andere Handlungsmacht geben, als sie heute wahrgenommen wird. Und da brauchen wir auch nicht gleich eine Steuerfinanzierung. Und um die Koalitionsvereinbarung positiv zu wenden, da steckt ja immerhin ein paar Stichworte drin, die sind wichtig. Und die wird man jetzt sicherlich auch gegen, die muss man auch aufnehmen und sagen, dann lass uns das auch nutzen in einem intelligenten kooperativen Föderalismus und einer entsprechenden Strategie, um solche kommunalen Antworten, wie sie in Song modellhaft, quersubventioniert aus den stationären Pflegeeinrichtungen, die immer noch gut Geld verdienen können mit der stationären Pflege, dass wir so etwas auch in der Breite verankern können. Das ist wichtig. Und wenn wir da nicht den Weg jetzt einschlagen, dann werden wir letztlich auch die Zeit verpassen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das bricht uns dramatisch weg. Und wir gucken heute schon nicht hin, wo die Dramatik liegt. Denken Sie nur an die Haushalte. 20% allein der Menschen mit Demenz zu Hause kommen überhaupt nicht raus. Das ist unterversorgt. Das sind Menschenrechtsverletzungen. Kümmert keinen. Ist auch nicht mal Gegenstand von Kommunalpolitik. Ich habe auch noch nichts von den Grünen gelesen, wo man sagt, da müssen wir ran, da müssen wir das Betreuungsrecht ändern vielleicht. Oder irgend so etwas. Nein, da sind die Ambivalenzen der Gesellschaft gegenüber dem Thema Alter ausgeprägt. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund.
dass wir gewissermaßen in jeder Kultur dem Phänomen des Alters, gerade der Hochaltrigkeit, der Vulnerabilität ambivalent gegenüberstehen. Das können wir nur durch eigene Betroffenheit respektive dadurch, dass wir in Beziehung treten zu dem Thema und zu Menschen, die es betrifft, dass wir dieses so leben. Ja, ich will im Prinzip jetzt noch einen kleinen Impuls setzen, mit dit ich einige dieser Karten von meinen Kolleginnen bekommen habe und dadurch neue Impulse versuche, ja, wie soll ich sagen, einzubringen. Auf einer dieser Karten heißt es, kann es ein Recht auf eine 1:1 Pflege geben? Eine andere Karte formuliert im Prinzip anknüpfend an Ihren Beitrag, alternative Wohnformen fördern, Seniorinnen-WGs, Mehrgenerationenwohnen. Eine dritte Karte sagt, Pflege muss raus aus dem Privaten. Das ist im Prinzip ja, wenn man jetzt nochmal einfügt, die Zunahme von Ein-Personen-Haushalten potenziert das Problem. Also zum Beispiel in der Großstadt Berlin, glaube ich, 45% Ein-Personen-Haushalte in der Zwischenzeit. Also man, und dann im Prinzip Pflegefälle oder Sorgefälle, die schwer, wie soll man sagen, durch die Familienangehörigen und so weiter sind, durch die individuellen Lebensstrukturen, die sich bei uns etabliert haben, zusätzliche Handlungsbedarf entstanden, die letztlich kommunalpolitischer Lösungen ja, bedürfen. In Berlin gibt es, das habe ich aus der Zeitung genommen, 28 Pflegestützpunkte. Ich glaube, die sind in dem Bewusstsein der Bevölkerung, dass es die gibt, doch gar nicht so richtig verankert, weil die ja Beratungsleistungen erbringen sollen und im Prinzip so ein Fallmanagement, Beratungsmanagement leisten sollen. Das heißt, es gibt Ansätze, um es mal jetzt so zu sagen, in diese Richtung. Aber was im Prinzip mir auch auffällt, ist diese Bereitschaftsdiskussion, also Zeitbudget aus dem Privatleben wieder einzubringen. Also das haben Sie ja eingefordert, also so habe ich das jetzt verstanden. Das korrespondiert natürlich mit der Schwierigkeit, dass die Gesellschaft natürlich auch einkommensmäßig sehr stark geteilt ist. Es gibt Leute, die eben hohe Einkommensschichten, mittlere Einkommensschichten und kleine Einkommensschichten. Eine Teilzeitarbeit mit Rückkehrrecht auf Vollzeit irgendwann wieder, will die Große Koalition jetzt machen. Also das würde diesen Weg schon mal ein bisschen erleichtern. Aber bei Leuten, die wenig verdienen, die können auch keine Teilzeit machen, um zu pflegen. Also da, es gibt also auch harte Widersprüche, auf die man sich zumindest wie soll ich sagen, einlassen muss, um Problemlösungen für den Einzelfall aufzubauen. Also hingegen höhere Einkommensempfänger oder der mittleren Einkommensschicht können sehr wohl Zeitbudget da einbringen und auf Einkommen verzichten, um Familienangehörige Care-Leistungen zu erbringen. Und ich glaube, dieses Patchwork, was da im Einzelfall gedacht werden muss, das macht die Komplexität aus. Und auch natürlich diesen kulturellen Wandel, den man da jetzt einfordert. So, wer möchte jetzt noch mal zu Wort kommen und dann gehen wir in die Schlussrunde. Verzeihen Sie jetzt den Beitrag, aber ich weiß, ich bin unter Politikern und deswegen habe ich sowieso immer ein Problem mit dieser Truppe von Mensch, weil ich merke, sie sind immer im strukturierten Denken, sie wollen immer Gesamtlösungen, sie wollen gleich immer gesamtgesellschaftliche Lösungen, vor allen Dingen, die haben sie im Auge, sie denken in Quantitäten. Und dann merke ich natürlich, in so einer Debatte kommt natürlich der Fokus im Unten, da wo die Basis ist, ist natürlich total unreflektiert. Und dann tun sich dann merkwürdigste Dinge auf, wenn man die mal durchdenkt. Ich will nur einen Fakt aufzählen, den ich heraushöre aus dem, was um mich herum ist, den ich aber für wichtig halte, ist, es ist schon wichtig zu unterscheiden, ob wenn jemand hilfebedürftig ist, nämlich ehrlich hilfebedürftig ist, oder ob es sich dabei um Simulanten handelt oder um Personen handelt, die jeher ein relativ gutes Leben hatten im Sinne von königlich-fürstliches Dasein und nie gelernt haben, einen eigenen Haushalt zu führen
und dann plötzlich im Alter noch den Anspruch darüber hinaus hat, dass auch noch da weiterhin in, ich sage es eigentlich mit der Verweigerung überhaupt Hauswirtschaft nochmal zu lernen, weitergeführt zu bekommen, zu wollen. Und da könnte ich noch vieles aufzählen. Ich glaube, hier findet eine Aufrechnung statt. Ich glaube, Sie müssen in die Nische rein. Hier findet eine Aufrechnung statt. Hier wollen nämlich ganz bestimmte Gesellschaftsgruppen weiterhin ihr schönes, ich sag mal, Sahnehäubchenleben retten und das eben Ewigkeit und auf Generation und Generation. Und ich glaube, das steht zur Debatte und das muss ernst genommen werden. Und wenn sich dann einige, die jeher noch nie ein schönes Leben hatten, das bemerken, dann wird das natürlich die natürlichste Opposition, die man sich an der Stelle vorstellen kann. Und ich glaube, hier findet noch etwas ganz auseinander zu differenzierende statt. Und dann tun solche schnellen Konzepte, ja, wir müssen, um dann wieder eine neue, ich sag mal, einen neuen Gemeinschaftsgeist zu erzeugen, um wieder Massen loszuziehen, um wieder 3 bis 7 Jahre zu retten für die, denen es hierher besser ging, um denen noch mehr, ich sage jetzt mal, Wohltaten zukommen zu lassen, das sind nicht mehr die Wege. Ich glaube, da muss wirklich richtig Zäsur gemacht werden, bis nach unten runter. Und dann müssen diese ganzen vielen unten, und ich hätte eine Liste, die könnte ich Ihnen vorzählen, da will ich aber gar nicht, die unten wirklich in Fokus genommen werden. Und dann ist das, was Sie da oben immer wieder oberflächlich da formulieren, wirklich hinfällig. Weil dann gibt es keine Antworten auf die realen Fragen, die da unten noch existieren. Das will ich nur gesagt haben. Ich weiß, ich bin vielleicht in der Veranstaltung dazu vielleicht am falschen Platz, aber ich muss das sagen. Ja, ich wollte nur einmal ganz kurz den Beitrag von meinem Vorredner kommentieren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier nur unter Politikern bin und habe auch nicht entsprechend das negative Gefühl. Also soweit ich informiert bin, haben wir da nur eine Politikerin auf der Bühne. Somit fühle ich mich da nicht falsch repräsentiert. Außerdem glaube ich, dass das Problem mit Simulanten äußerst peripher ist. Also für mich liegt der Fokus des Problems nicht bei Menschen, die nicht wissen, wie man sich anständig ankleidet oder einen Haushalt führt. Ich habe noch eine zweite Sache, und zwar war ich im zweiten Workshop und dort kam der Vorschlag auf, ich glaube, das war auch von der Dame von Verdi, eine Bürgerschaftsvollpflegeversicherung einzuführen. Und ich wollte einfach mal die Frage in die Runde geben, was Sie davon halten, ob das realistisch ist. Also bei uns war die Rede von einem Beitrag von 17 Cent pro Person. Ich wollte nur fragen, wie realistisch das ist in Bezug auf die Umsetzung und die Wirkung. Ja, ich möchte dem Kollegen nochmal eben antworten. Ich war 20 Jahre Sozialarbeiter, unter anderem auch in der Sozialstation. Also ich habe keinen Fall erlebt von irgendwelchen Leistungsmissbrauch, ich nenne es mal so. Ich kann mich nur an eine Dame erinnern, die auch schon mal gerne entsprechend einen Zuspruch bekommen hat, aber das denke ich, das im Bereich des Möglichen. An Herrn Klee habe ich mal eine entsprechende Frage. Wir haben ja unterschiedliche Leistungen, entsprechend wenn wir hingehen und sagen, Betreuung erfolgt zu Hause oder Betreuung erfolgt im Heim, haben wir nicht eigentlich vom Prinzip her die gleiche Leistung auch zu Hause und könnte man nicht mal eine Klage starten und sagen, diese entsprechende Wertigkeit minus Hotelkosten müssten dann auch für die ambulante Pflege gezahlt werden? Versicherung gesprochen hat, dem möchte ich vehement widersprechen, weil ich glaube, glaube, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt in der Qualität persönlicher Beziehung, die man haben kann. Also das ist das, was Professor Glee als Sorgearbeit bezeichnet hat, und dem, was man als Profi machen kann. Das ist einfach ein großer Unterschied. Ich kann, wenn ich professionelle Kraft bin, nicht zu so vielen Menschen
die ich mir gar nicht aussuche, freundschaftliche Beziehung pflegen und an ihrem Leben teilnehmen. Da mache ich halt eben den Wundverband oder ich setze die Insulinspritze. Und das ist es dann halt eben. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich mein Studium als Krankenschwester für eine Sozialstation finanziert habe und natürlich in Berlin mit sehr vielen Menschen konfrontiert war, die damals einfach ganz alleine war, wo ich mir schon im Klaren war, dass ich die einzige Person bin, die da am Wochenende hinkam. Und ich habe mir dann auch immer für die am schlimmsten dran war, am Schluss etwas mehr Zeit genommen, weil mir das klar war. Aber das konnte ich unmöglich für 20 Pflegebedürftige machen, die ich davor betreut habe. Das ging, das würde ich auch von meinen emotionalen Kapazitäten nicht geschafft haben. Also jedenfalls wollte ich nochmal ganz eindrücklich davor warnen, dass man nicht unterscheiden will, was kann man professionell machen und was macht Freundschaften, Nachbarschaften und so weiter aus. Da suche ich mir die Leute auch aus, mit denen ich befreundet sein will. Ja, ich glaube, was jetzt hier, mein Name ist Margret Steffen, ich bin die berühmte Frau Verdi. Was hier deutlich geworden ist, ist ja, wie umfassend und komplex dieses Thema ist und dass wir mit so einem, mit dem großen oder dem Entwurf nicht klarkommen, sondern dass wir auf verschiedenen Ebenen was machen müssen. Ich denke, Quartiersmanagement ist das eine, wir müssen an der Finanzierung der Pflegeversicherung arbeiten, da ist das andere und da ist in der Tat unser Vorschlag, in eine Bürgerpflegeversicherung hinzugehen, von der Teilkaskoversicherung in eine Vollversicherung. Aber was ich nochmal ansprechen möchte, ich möchte nochmal auf die eigentliche Gruppe zu sprechen kommen. Da bin ich mit Ihnen, Herr Klee, ganz einer Meinung, wenn Sie sagen, wir leisten uns eine Beschäftigtengruppe, die, wenn man jetzt die Gesamtzahlen anguckt, 300.000 hochgeschätzt, vorsichtig geschätzt ausmacht. Und wir haben im ambulanten Pflegesektor ungefähr 700.000 Beschäftigte. Das heißt, wir mit 300.000 Beschäftigten sozusagen auf der, dann sieht man, dass ein Drittel sozusagen der Beschäftigten unter prekären Arbeitsverhältnissen hier tätig sind. Und die große Frage ist doch, die wir angehen könnten, und da gibt es, denke ich, nur komplexe Antworten aus dem Pflegebereich, Arbeitsmarktpolitik, Migrationspolitik. Wie kriegen wir diese Beschäftigtengruppe sichtbar gemacht? Der erste Punkt, wie kriegen wir sie definiert? Also was für eine Arbeit leisten die in den Haushalten? Und das ist ein durchaus komplexes Thema. Und nicht Thema, sondern die leisten von der Pflegearbeit bis zu hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ein ganzes Bündel, so dass man das nochmal genauer definieren müsste und das dann sozusagen einfangen müsste, diskutieren möchte, dann auch unter Gesichtspunkten neuer Arbeitsteilung. Weil dann werden sie als Beschäftigtengruppe auch sichtbar und auch verhandelbar und auch möglicherweise dann finanzierbar in ihren Leistungen. Danke. Ich habe einen Vorschlag, ich glaube, das ist hier noch gar nicht zur Sprache gekommen. Wie wäre es denn, wenn man nicht sich die Pflegekräfte aus dem Ausland holt, sondern wenn man selber als Betroffener auswandert, beziehungsweise in das Heimatland der Pflegekräfte geht? Ja, zum Beispiel in Thailand, wissen Sie das? Ja, aber hat man rund um die Uhrbetreuung, speziell für Alzheimer, ist natürlich, jetzt sollte man vielleicht auch nachdenken, ob man das nicht bezuschusst. Das machen ja bisher nur Privatpersonen, die diese Pflegeheime betreiben, ich glaube Schweizer Leute sind das, das kostet nur die Hälfte von hier und man hat eine Rundumbetreuung, eine Traum jedes Single-Pensionärs, männlich, ne? Der hat sogar eine Thai-Frau nachts, zwar nicht im Bett, sondern am Bett und das rund um die Uhr zu bezahlbaren Preisen. Da sollte man mal drüber nachdenken. Danke. Es gibt da übrigens, ganz kurz, es gibt da eine Seite, eine Webseite, die heißt Alzheimer Thailand, ein Wort.com. Da steht alles drüber drin, sollte man sich mal angucken.
Ja, wir machen jetzt die Schlussrunde nach dem Beitrag. Ist es eine ziemliche Provokation bezüglich der gesellschaftspolitischen Lösung bei uns? So. Ja, für manche Männer wäre es ja immerhin eine Kontinuität, nach Thailand zu fahren. Und dann ist es gewissermaßen der finale Traumurlaub. Gut, kann man sich vorstellen, will das auch gar nicht für die Menschen, die dort leben, irgendwie despektierlich machen. Nur eine sozialpolitische Lösung kann natürlich darin überhaupt gar nicht liegen. Das wäre eine schöne Vorstellung. Im Übrigen haben die Japaner das mal versucht in Peru. Da haben sie ganze Dörfer eingerichtet für ihre Pflegebedürftigen, aber da wollte nachher keiner hin. Nicht? Also man muss schon Thailand vorerfahren sein oder eben so desorientiert, dass einem das dann auch keine Schwierigkeiten mehr macht. Warm ist es ja immerhin. Zu der Frage der Vollversorgung oder vielmehr der Vollkaskoversicherung. Also ich glaube, wir sind uns einig darin, die Pflege wird uns mehr Geld kosten. Das ist gar keine Frage. Nur die Vorstellung, man könnte eine Vollkaskoversicherung für Pflege installieren, die halte ich mit Verlaub für unverantwortlich. Also ökonomisch und kulturell. Das kann nicht sein. Was ist denn das für eine Gesellschaft, die sich gewissermaßen 24 Stunden, das wäre es ja, 24 Stunden Pflege überall, wo man lebt, als staatlich finanzierte Leistung vorstellt? Das geht ja nicht. Insofern müssten Sie beschreiben, das tun Sie ja auch, was sind das für Leistungen? Und die sind niemals Vollkasko, sondern die sind, es ist ein höherer Beitrag zu der Bedarfsdeckung, die wir typisch mit der Vulnerabilität im Alter verbinden. Da bin ich bei Ihnen, das muss mehr kosten. Aber bitte nicht in dieser letztlich sozialstaatlich auch nicht zukunftsfähigen Perspektive einer Vollkaskoversicherung, weil die entpflichtet. Insofern brauchen wir, das zeigen uns ja auch gerade die skandinavischen Länder, an denen sich auch orientieren, dass wir den Mix brauchen. Es ist interessant zu sehen, dass die Schweden, die schwedischen Angehörigen, beteiligen sich mehr in der Breite an Pflegeaufgaben als die Deutschen, aber in einem geringeren zeitlichen Umfang. Und dass wir hier zu neuen Balancen kommen müssen, ist sicher. Und da kann sicherlich eine bessere Ausstattung der Pflegeversicherung einen Beitrag leisten, wobei ich dabei bleibe. Die Fachpflege gehört gesondert profiliert und finanziert und auch mit einem Profil ausgestattet, das international belastbar ist und auch pflegewissenschaftlich belastbar ist. Und die Care-Leistungen, die würde ich in die Logik der Haushalte stellen, also kontrollierte Budgets und nicht in die Logik von Kliniken oder Institutionen. Und dann haben wir letztlich auch, wenn wir da Mindestlohn und solche Vorkehrungen getroffen haben, eine vernünftige und auch soziale Ungleichheit hoffentlich abfedernde Versorgungssituation im Care-Bereich, das wir bitte aber nicht Pflege nennen, weil es um die Lebensführung geht. Das ist mir ganz wichtig. Also wir müssen gewissermaßen ein neues Verhältnis zu diesem Begriff der Sorge finden. Privat, aber eben auch in beruflichen Kontexten. Und völlig richtig, damit beschäftigt sich auch die 7. Altenberichtskommission dabei, Aspekte der sozialen Ungleichheit mitbeachten. Das tun wir ja. Also, und das muss man stärker tun. Im Übrigen gibt es eine interessante inverse Chancensituation, die Blinkert schön herausgearbeitet hat, dass Menschen mit einer schlechten Chancensituation, was Bildungsstand und sozialen Status anbelangt, in der Regel eine etwas bessere Versorgungsperspektive haben, weil sie soziologisch gesprochen in vormodernen Lebensverhältnissen leben und mehr auf familiäre Unterstützung rechnen können als wir hier. Das ist ganz interessant. Da gibt es einen inversen Effekt, wobei natürlich Bildungsstand und Einkommenssituation zum Beispiel die Sturzhäufigkeit voraussagen. Schlechterer Bildungsstand, schlechteres Einkommen, höhere Sturzgefahr. Nicht interessante Zusammenhänge, die wir häufig gar nicht sehen. Das heißt, es ist auch ein Riesenbildungsthema. Wir müssen das Thema in die Gesellschaft hineintragen, Wissensbestände vermitteln und da sind solche Menschen wie Sie von hoher Bedeutung. Zu Ihrer Frage, Gleichstellung ambulant stationär, ja, wir haben es ja fast, darum ist der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, den kann man ja meinetwegen auch einführen, aber ich halte ihn wirklich nicht mehr für wichtig. Ja, und ich würde es auch gerne überwinden, helfen an dieses Denken, was dahinter steht. Da haben wir ja fast schon die Angleichung mit diesem ganzen Baukastensystem von Leistungen, das man sich dort im Portfolio der Pflegeversicherung überlebt hat. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch mal ein paar Wohltaten drauf und dann haben wir letztlich ambulant stationär gleich, nur die Investkosten.
Da liegt ja auch das Gewinnpotenzial von allen stationären Einrichtungen. Die müssen wir letztlich problematisieren, weil nur so kriegen wir auch eine Ambulantisierung hin, die nachher strukturbildend wirkt. Jetzt haben wir immer noch die größten Anreize, stationäre Pflegeeinrichtungen zu bauen, und das hilft uns nicht weiter. Nicht, dass wir die nicht noch irgendwie brauchen, aber wir müssen dort stärker in andere Formen gerade der Ambulantisierung einsteigen und Voraussetzungen dafür schaffen, dass nicht nur gut wirtschaftende Wohlfahrtsunternehmen sich solche Songprojekte leisten können, sondern dass man die Voraussetzungen auf der kommunalen Ebene überall hat. Und da stellt sich die Frage, Frau Bender, wie kriegen wir im Bund-Länder-Verhältnis oder Kommunen-Bund-Länder-Verhältnis eine Infrastrukturförderung hin? Nicht? Das ist eine Frage, die stellt sich in der Jugendhilfe, die stellt sich überall. Und zu der Frage der Komplexität, das muss uns reizen. Das dürfen wir aber nicht vertagen. Wir können nicht mehr sagen, das ist so komplex, da finden wir keine Lösung. Wir haben Antworten darauf, die sind auch komplex gedacht, die müssen wir uns nur politisch auch zumuten. Und da braucht man vielleicht dann doch nochmal das Bild des runden Tisches, aber strategisch gedacht und nicht gewissermaßen beschönigend nach dem Motto, wenn du nicht weiter weißt, gründest du einen Arbeitskreis und dann gibt es eine Arbeitsgruppe Bund-Länder und die vertagt das Thema in die nächste Legislaturperiode. Nicht? Das ist ja leider die Befürchtung, die man haben muss. Zur 1:1-Betreuung, das war ja eine Frage. Im Einzelfall gibt es den Anspruch. Im Einzelfall gibt es den Anspruch, wird heute auch schon realisiert. Nicht, denken Sie nur an beatmungspflichtige Patienten oder auch andere Personen. Wir haben gerade, das habe ich als Anwalt durchgesetzt, nächtliche Assistenz bei einer hochaggressiven, fremdgefährlichen Person. 1:1-Betreuung. Zusätzlich im Heim 4.000 Euro im Monat. Kann man durchsetzen. Da ist auch Fachlichkeit gefragt. Weil Fachlichkeit heißt ja nicht nur Injektion und so weiter, sondern heißt ja gerade Interaktion. Nicht? Hilde Steppe sagte, meine Lehrerin in der Pflegewissenschaft gewissermaßen, Pflege ist Interaktionskunst. Nicht? Aus Anlass dieser personenbezogenen Kontakte gilt es, diese komplizierte Beziehung oder diese anspruchsvolle Beziehung zu gestalten, damit Menschen mit ihrem Leben gesundheitsbezogen vernünftig zurechtkommen können. Und wobei mir theologisch, Herr Gode, dieser Begriff von Karl Bartles Grüßen gefällt, dass Gesundheit im hohen Alter nicht heißt die Abwesenheit von Krankheit und so etwas, sondern Gesundheit ist die Kraft zum Menschsein in Krankheit. Darum geht es. Die Fähigkeit damit zu nehmen, da können Pflegekräfte eine Menge dazu beitragen, dass das gelingt, aber nicht dadurch, dass sie jetzt rund um die Uhr die Pflegeaufgaben übernehmen im Sinne von Vollkasko, sondern dass sie ihren professionellen Beitrag im Kontext der anderen Berufsgruppen mitleisten. Und da liegt eine Perspektive. Dieser Anspruch auf professionelle Begleitung kann sich verdichten auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung in bestimmten Situationen, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch kurz einen Hinweis machen. Auf den Stühlen liegen sogenannte Evaluierungsbögen. Es wäre schön, wenn Sie die ausfüllen. Am Ausgang gibt es auch einen Kasten. Da kann man sich den kleinen Bogen abgeben. So, jetzt zur Schlussrunde. Biggi nochmal, Herr Gode und dann. Ja, es war ja die Finanzierungsseite nochmal angesprochen. Deswegen will ich kurz noch was zur Pflegebürgerversicherung sagen, so wie die Grünen sich das vorstellen. Wir haben ja jetzt die Trennung in soziale Pflegeversicherung und private, so wie bei der Krankenversicherung. Das eine folgt aus dem anderen. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann stellt man fest, dass relativ betrachtet die Zahl der Pflegebedürftigen in der sozialen Pflegeversicherung sehr viel höher ist als in der privaten. Und dass der einzelne Pflegebedürftige, also man sagt ja immer Pflegefall dazu, ja, wesentlich weniger Bedarf hat, also Kosten verursacht. So, und woher kommt das? Im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist, dass eben nur wer gesund ist, in die PKV auch aufgenommen wird und mithin auch in die private Pflegeversicherung. Und dass überhaupt nur in die private Pflegeversicherung kommt, wer in der Regel sehr gutes Einkommen hat, also als abhängig Beschäftigter oberhalb einer bestimmten Grenze liegt oder selbstständig ist. Kleine Selbstständige mögen dann auch geringes Einkommen haben. Und meistens geht es auch mit guter Bildung einher. Das heißt, das, was Sie in der Gesundheitsversorgung schon als Problem haben, diese Trennung, setzt sich in der Pflege fort. Herr Klee hat es angesprochen, dass bestimmte Faktoren nicht nur über Gesundheit im Allgemeinen, sondern auch über die Frage von Pflegebedürftigkeit und wann die eintritt und in welchem Maß die eintritt, bestimmt.
Und dann kommt noch etwas hinzu, bis zur Amtszeit von Andrea Fischer im Jahr 2000 konnte, wer sich irgendwann in die private Versicherung verabschiedet hatte, aber dann ins Rentenalter kam und gesehen hat, oh, das wird jetzt teuer, sagen, okay, dann gehe ich doch zurück ins soziale System. Ja? Also Rosinentheorie, ne? Jahrelang nicht eingezahlt ins Solidarsystem und jetzt aber wieder davon profitieren wollen, dem haben wir damals einen Riegel vorgeschoben. Also über 55 kommst du nicht mehr zurück. Ja, solange es diese Trennung gibt. Und das heißt, dass die eigentlich Hochaltrigen erst jetzt in der privaten Pflegeversicherung ankommen. Also auf die rollt noch richtige Welle zu, ja, von Pflegebedarf, den sie dann auch werden finanzieren müssen. Und das könnte dann der Zeitpunkt sein, wo das politisch auch leichter durchsetzbar wird, die Pflegebürgerversicherung. Ich meine, jetzt unter der Großen Koalition muss man sich keine Illusionen machen, in diesen 4 Jahren wird da nichts passieren. Ja? Aber wenn der Problemdruck steigt, auch in der privaten Pflegeversicherung, wird es vielleicht leichter. Wir stellen uns das aber, und das ist die Frage zur Vollversicherung, weiterhin vor als ein Teilkaskosystem, zwar mit verbesserten und dynamisierten Leistungen, ja. Aber Herr Klee hat, glaube ich, schon richtig darauf hingewiesen, das scheint nicht wirklich realistisch, eine Vollversicherung. Ich muss auch hinzufügen, ich kann nicht erkennen, was daran sozial gerecht wäre. Also müssen wir schon sehen, ich bin in den 50er Jahren geboren, meine Mutter ist jetzt 90. Ja? In meiner Generation haben ganz viele ein Erbe zu erwarten. Ich persönlich nicht, aber oft hat ja die Elterngeneration ein Häusle, ja, gebaut und so weiter. Und da gibt es einiges zu erwarten. Und auch in meiner Situation muss ich sagen, warum sollte ich denn nicht für die Pflege meiner Mutter mitbezahlen? Welchen Grund soll es denn dafür geben, dass ich das auf dem Solidarsystem ablade? Das sehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Ja? Und auch die Generation der Erben darf sich daran gerne beteiligen. Also ich finde, wenn die Solidargemeinschaft eben so etwa wie in jetzt, ich meine, die Leistungen der Pflegeversicherung sind seit Gründung 95 entwertet worden, weil sie eben nicht oder kaum erhöht worden sind. Ja? Aber wenn wir da wieder eine gewisse Dynamisierung reinbringen, dann ist es, glaube ich, richtig, dass es diesen Teil aus der Solidargemeinschaft gibt, dass aber auch die Leute, die das können, durchaus mit eigenem Vermögen und damit gegebenenfalls auch der Schmälerung des Erbes auch in Anspruch genommen werden. Das halte ich für sozial gerecht. Ja, ich nehme dieses letzte Stichwort nochmal auf. Frau Bruns hat davon gesprochen, dass es um die Dynamisierung der Leistungen auch gehen muss. Ich denke, das ist ein zentrales Thema und es ist auch absolut notwendig wegen der Beschäftigungssituation. Es muss bei den Beschäftigten, aber es muss auch bei den Pflegebedürftigen tatsächlich etwas ankommen unter der Voraussetzung der Pflegeversicherung. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite möchte ich wenigstens noch mal berühren. Herr Selin hat vorhin das Teilzeitproblem von einer ganz anderen Seite aus angesprochen. Es gibt keinen Beruf mit so hohen Teilzeitquoten wie den Pflegeberuf. Und das ist ein echtes Problem. Es ist deshalb ein echtes Problem, weil sehr viele dieser Teilzeitarbeitsverhältnisse zu keinen anständigen Renten führen. Und es ist ein Problem, weil ein erheblicher Teil, insbesondere derer im ambulanten Bereich, neben dem Pflegeverhältnis häufig ein zweites, manche sogar ein drittes Arbeitsverhältnis haben. Das heißt, wir stoßen hier nicht nur auf die Frage von auskömmlichen Löhnen und Vergütungen, sondern wir stoßen auch auf die Frage von Organisationen an dieser Stelle und von Belastungssituationen, die durch schlechte Organisation entstehen. Also von daher gesehen ist diese Frage der Überwindung einer so hohen Teilzeitquote ein echtes Problem. Wenn man in die Statistiken schaut, sieht man, das geht von 57 bis 70% und das ist einfach zu viel. Und das kann auch keine Gesellschaft tragen auf Dauer. Dass das auf dem Rücken von Frauen ausgetragen wird, ist eine ganz andere Sache. Aber mir ging es nochmal darum, die Rentenwirksamkeit solcher Industrialisierungsprozesse wirklich zu zeigen, das ist gesellschaftlich nicht hinzunehmen, was da passiert. Es gibt ein weiteres Problem, was ich wenigstens ansprechen möchte, weil es, Herr Klee hat diese Fragen des kulturellen Wandels berührt,
Das hat auch Folgen im Blick auf die ethischen Diskussionen. Und zwar die ethische Diskussion, die wir ja an einigen Stellen in Europa durchaus sehen. Die Frage, ob Interventionen zu einer aktiven Sterbehilfe aufgrund von Kostensituationen, aufgrund von unzureichenden oder Schwächen von Versorgungssystemen für Menschen so attraktiv werden, dass sie gesellschaftlich akzeptabel werden. Das ist ein zentrales Problem und wir sind an dieser Stelle, wenn Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wenn es um die Achtung von Menschenwürde und Menschenrecht geht, gefordert an dieser Stelle tatsächlich, diese Wertorientierung hochzuhalten und gesellschaftlich akzeptabel zu halten. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt in dieser Diskussion und das ist die Kehrseite dieser Diskussion um anständige Arbeit, um gute Versorgung, aber auch um vernünftige Teilhabe. Ich hatte mein Abschlusswort eigentlich schon gesagt. Was mir ein Punkt vielleicht, den ich vergessen habe, was mir noch aufgefallen ist, um die Frage der Sichtbarkeit. Also weil das ist ja tatsächlich ein großes Problem, dass diese Arbeit nicht sichtbar ist. Und ich sage mal, das andere internationale Netzwerk, sozusagen, was ich eigentlich auch vertrete, WIGO, hat als einen zentralen Punkt die Verbesserung von Statistiken. Und das sollte man nicht unterbewerten. Das ändert erstmal nichts, aber es ist natürlich ein wichtiges Instrument, auf der die Grundlagen schafft, auf der man überhaupt Entscheidungen treffen kann. Nun sagen ganz viele, ja, wie willst du denn irgendwie Statistiken erheben von informeller Beschäftigung? Das kann man. Also es gibt eine internationale Gruppe von Arbeitsstatistikern, ist praktisch so eine Untergruppe in der ILO, die sich damit beschäftigen und auch sozusagen länderspezifische Methoden entwickeln. In Deutschland zum Beispiel weiß ich nur, dass also die ganzen Leistungen, die ein Privathaushalt in diesen Panels wird das gefragt, also welche Leistungen nehmen sie in Anspruch und so weiter, da gibt es dann immer so einen Mix, also da taucht dann der polnische Klempner, der irgendwie zweimal im Jahr auf, der taucht da genauso auf wie die Hausangestellte, die regelmäßig kommt. Und mit dieser Residualgröße kann man natürlich nicht viel anfangen. Also wenn wir sozusagen auch eine bessere statistische Erfassung hätten, sozusagen, dann denke ich, kann man auch auf dieser Grundlage kann man zu besseren Entscheidungen kommen. Also auf jeden Fall ist das unsere internationale Erfahrung und man macht die Arbeit sichtbar. Das ist sozusagen der angenehme Nebeneffekt dabei. Es taucht überhaupt auf. Und also viele, viele Frauen, mit denen wir also so zusammenarbeiten, sagen, wir sind überhaupt nicht Gegenstand von Politik. Über uns wird gar nicht geredet und das würde man damit verändern. Also unsere Form von Sichtbarmachung ist eigentlich eine Verbesserung von Statistiken. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir am Ende der Tagung angekommen. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken bei den Referenten und Referentinnen. Und natürlich, ich hoffe, Ihnen hat das viel gebracht, die beiden Tage, also gestern Abend und heute. Und ich möchte mich auch bedanken bei meinen Kolleginnen, also Dorothee, meiner Nachfolgerin, Lucia und Lisa und auch Philipp, der mitgeholfen hat, zu recherchieren, in die verschiedenen Beiträge, die in dem RIDA gelandet sind, oder eben, dass wir die sehr guten Referentinnen und Referenten gefunden haben und für die Tagung gewinnen konnten. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht.